Nachdem ich bei dem guten Trimmer hier ein nettes Paket gewonnen habe, möchte ich mich mal gleich dran setzen und ein Video machen. Also bin ich highly motivated und zwar habe ich mir mal in den letzten Tagen den Workshop angeschaut für Maps und mal geschaut, was es denn für mögliche Operation-Karten gibt. So, das kann man mäßig und einfach tun. Zum Beispiel für letzte Operation Bloodhound habe ich mir hier schon, also hatte ich mir mal vier Maps rausgesucht, die es im Endeffekt auch geschafft hatten. Beziehungsweise hatte ich das nicht selbst getan. Ich hatte da ein bisschen gegoogelt für. Diesmal gab es das noch nicht und deswegen habe ich mal selbst das gemacht. Ich weiß zum Beispiel, dass der 9. November war Stichtag für die Abgabe für Maps. Das heißt also, so in dem Zeitfenster kann man ungefähr schauen, welche Maps hochgevotet wurden. Das ist ja auch ein Indikator dafür, ob sie genommen werden sollen. Und das habe ich jetzt alles überprüft und bin da auf die fünf folgenden Maps gekommen. Sechste habe ich jetzt nicht rausfinden können. Ich hätte gedacht, Blast wäre eine. Und habe aber noch Venezia mit dabei. Könnte auch kommen, Venezia, aber die ist halt scheiße. Was? Gibt es natürlich auch andere Meinungen zu. So, wir fangen natürlich mal an bei Santorini. Da ja, muss man jetzt nicht großartig drüber fliegen. Das gibt es schon genügend Videos. Was es aber noch nicht gibt, und da fangen wir bei der anderen Seite an, ist zum Beispiel Royal. Heißt also, ich werde mal kurz überall drüber fliegen, über die Maps mit Noclip und dann könnt ihr euch mal kurz ein Bild machen, wie das Ganze so aussieht. Ja, Anfang macht DE Royal. Wie gesagt, Defusal Map. Das heißt also, wir haben hier zwei Bombenspots. Und ja, so chrom Look her, Winter mit den Cobblestone-Frankreich-Texturen. Aber halt ein bisschen was anderes. So, also wie gesagt, Map-Layout habe ich natürlich schon eingeblendet. Ist grob so. Dass es hier zum einen ja, zwei Zugänge zu B gibt. Es gibt eine sehr verwinkelte Mitte. Da will ich jetzt nicht direkt durchlaufen, sondern durchfliegen. Also was heißt nicht Mitte? Das ist irgendwie so ein Connector. Die eigentliche Mitte wird wohl das hier sein. Also von hier hoch. Hier kommt man auch direkt zum CT-Spawn. Das heißt aber, man sieht halt schon, die Map ist gut verwinkelt. Das heißt also, was ich auch gut finde, es sind auch weiterhin Deckungen da. Und allgemein, die Map ist gut. Wie gesagt, hier die Mitte. Und dann noch kann man in Richtung A gehen. Da gibt es dann auf der linken Seite, neben dem A-Spot, der hier ist, denke ich mal, gibt es auch schöne Winkel zum Einhalten und schöne Deckungsmöglichkeiten. Gibt es dann hier daneben noch diese Rundung. A lang, würde ich jetzt mal sagen. Und da kommt man wieder zurück zum T-Spawn. Also so gesehen natürlich, also vom Map-Layout, jetzt nichts großartig Neues, aber finde, das hat was. Ich denke, das wird eine gute Map auch fürs MM werden. So, CS Cruise, ja, Hostage Map. Und es ist ja absoluter Abfuck. Das ist halt so die Kategorie, was hatten wir? Dieses ganze Sportzeug, das Sportfeld, Basketballfeld, dieses Sportcenter-Teil in der Vanguard-Mission. So ähnlich sieht das aus. Kann natürlich auch vom selben Map-Bauer sein. Das weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht nachgegoogelt, aber es sieht halt vom Look her genauso aus. Und von der Spielbarkeit ist es genauso crap. Also, du hast hier zum Beispiel einen Aufgang, da kommt man hier hoch, kann aber. Kann ich ja kurz zeigen, hier nicht drüber. Das heißt also, man sieht sich hier als vielleicht als CT oder T und dann geht man wieder getrennter Wege. Hä? What the fuck? Ja, und allgemein die Map halt über mehrere Etagen, so 2,5 bis 3 mit vielen Wegen. Ich bin da zweimal drüber geflogen und habe immer noch keinen Plan, was das soll. Also ich glaube, das ist. Nein. So, DE Mikla, wieder eine Diffuse Map. Und die ist jetzt. Ja, verwinkelt ist das falsche Wort. Aber halt ein bisschen weitläufig, beziehungsweise auch hat viele Eingänge. Hat man bestimmt auf dem Overlay auch gesehen. So, nächste, ja, andere Punkt ist, es gibt jetzt so eine lange Mitte. Das heißt also, man kann vom T spawnen. Da weiß ich jetzt nicht, die Timings. Vielleicht sogar hier die CTs noch abpassen, so ähnlich wie auf das 2. Das ist ja auch die CTs, die dann zu. Auf das 2 zu B, hier zu A rüberrennen, dass man die spotten kann, vielleicht sogar ausschalten kann. Jetzt weiß ich halt nicht, wie die Timings sind, weil der CT rennt von hier los,
rennt hier lang. Und vielleicht ist man schon als Tier dann dort oben. Ja, aber wie gesagt, ja, sowas. Ja, seltsames. Treppen sind übrigens immer gut in CS, gerade bei der Hitbox auf der Treppe. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile gefixt wurde mit dem neuen Hitbox-Update. Da habe ich mich noch nicht so beschäftigt, aber auf jeden Fall war das immer grauenvoll. Ja, aber ansonsten halt hier jetzt die Mitte. Und dann jetzt noch auf B wieder verwinkelt. Das heißt also, man kann hier lang, da lang, dort lang, überall lang. Jetzt kann man hier noch Underpass und hast nicht gesehen, hier hoch wieder und in den Connector rein. Und man verliert, also den Überblick über die Map hat man jetzt vielleicht noch, aber da gerade noch irgendwelche Winkel einzuhalten, am Anfang wird natürlich absolut schwierig sein. Das ist halt keine Map, die halt so intus geht vom Aufbau her, sondern eher schwierig ist, weil man kann hier noch runter aus der... Es ist nicht mal die Mitte. Also ihr seht schon, es ist weitläufig und... Achso, das war wieder der Underpass. Oh Gott. Ja. Das sagt eigentlich schon fast alles. Wenn ich jetzt rüberfliege, da kann man so viele Möglichkeiten haben, anzugreifen. Wenn wir uns erstmal den Baseball anschauen, der ist in die Richtung. Hat man jetzt 1, 2, 3 Eingänge. Naja. Naja, also wie gesagt, hier noch Nummer 4, aber das ist ja von CTs aus. Da kann man vielleicht mal auch langkommen als T, wenn man gut ist, aber würde eher seltener passieren. So. Also wie gesagt, mal schauen, wie die Map sich schlägt. Also weiter zur nächsten Map. So, DE Codewise ist die letzte Map, die ich vorstellen werde. Wie gesagt, danach kommt noch Santorini, aber das kennt schon jeder, da kann sich schon jeder Videos zu anschauen. Da muss ich das nicht extra noch zeigen und das Video in die Länge ziehen. Also, wie gesagt, DE Codewise. What the fuck ist das für eine Map? Also, man kann 50 Varianten übers Dach gehen. Dann hier noch hoch. Hier zum Geier ein absolut das Treppenhaus des Grauens. Hier der B-Spot vorm Tresor. Aber trotzdem halt, man kann eigentlich... Sollte man genau auf alle Dächer hier oben hochkommen. Auch hier drauf. Also als CT weiß ich da nicht, wie man da jetzt großartig abheben soll und so weiter und so fort. Dann hat man noch den Event des Grauens und des absoluten Hasses, zum Beispiel sowas hier. Das kommt, dann kann man hier noch. Jolo. Ah, ne, jetzt war eine Leiter. Eigentlich kann man diesen machen. Naja, kann man nicht. Weil ich zu blöd dazu bin. Dann kommt man hier unten rein, da ist es wie eine Mitte, da kann man durch die Tür gehen. Kommt man direkt zum CT-Spawn. Man kann aber auch hier in dieses Treppenhaus des Grauens gehen, das ist übrigens keine Leiter, auch wenn die so aussieht. Dann kann man hier Fahrstuhl fahren, gehen wir mal die 2 hoch. Mit offener Tür übrigens. Und guter Musik. Ja, also, schöne Musik übrigens. Das ist halt die Sache. Und diese Sitzsäcken, die verschiebbar sind. Also, das ist halt so eine Sache. Die ist halt absolut unübersichtlich. Und, ja, vielleicht. Aber die hat halt so übelst viele Upvotes. Genauso wie Venezia. Venezia könnte ich auch noch zeigen, aber im Endeffekt, da ist die noch besser, denke ich hier. Deck damit. Also, ja, schwierige Sache. Hier übrigens auch der A-Spot. Was gibt's noch? Hier oben im Vent. Dann kann man hier... YOLO. Das war knapp. Hier hat man noch Außenseite, wo man vom T-Spawn bis zum CT-Spawn durchsehen kann und so weiter mit irgendwelcher AWP. Man kann halt alle umlaufen. Also, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber die ist scheinbar beliebt. Ja, kann ich nicht drauf springen. Wollte gerade sagen. Ja, gut. Das war's so gesehen dazu. Ich bin selbst gespannt, welche Maps dann irgendwann mal. Coole Sache. In der Operation dann durchgehen werden und dann auch mal gespielt werden können. Ja.
Wie gesagt, vier habe ich jetzt vorgestellt. Santorini sollte auf jeden Fall drin sein. Also, das ist auf jeden Fall die Safe-Sache. Ich denke auch Royal und Cruise sollten safe sein, weil Cruise ist die einzige CS-Map, also ja, Hostage-Map, die ja, annehmbar aussah, die hochgevotet wurde. Also, ja, muss man einfach mal schauen. Ich bin sehr gespannt und ja, das war's von mir. Haut rein.